Einen wunderschönen guten Morgen und wir hören das Flüstern schon wieder. Ja, das kann nur Seven Days to Die sein mit Lunatic. Hier ist er, da, voll jawohl, aufs Maul. Jawohl, jawohl. Hindert ja ein Zombie. Gleich mal vorweg, Leute, es gab ein Problem mit dem neuesten Patch und Ja. Das Problem ist, wir können den Server nicht benutzen, was ich sehr schade finde, aber richtig. So ist es halt. Aber gut, wir haben ja eh nicht viel gemacht. Richtig, wir sind nur rumgelatscht, haben ein paar Zombies verprügelt, haben eigentlich nur gebuddelt. Und im Prinzip, können wir jetzt direkt loslegen? Wo sind wir denn eigentlich? Guck mal, wir sind ja gar nicht mal so weit weg. Da kommst du gleich mal mit. Wir sind gleich mal mit. Wir sind gleich dort, wo ich hin wollte. Nee, falsche Richtung. Entschuldigung. Okay. Wo bist du? Da. Laufe voran, mein Führer. Ich folge ihnen bis in den Tod. Backpack. Kann man die auch kaputt machen? Ich hab den Zombies. Ja, kann man nicht, keine Ahnung. Doch, man kann alles kaputt machen. Der zerfällt nur, als würde er aus Holz bestehen. Schon wieder die Frauen hier heutzutage. Sind alle bissig, weißt du? Also ja. So Fangirls. Da liegt ein toter Typ. Oh, der hat Sachen. Ich nehme alles mit. Nimm alles mit. Wir brauchen viel Eisen, viel Stein. Rubbish, okay. Definitiv. Oh, ich finde Munition. Ich finde alles. Ich komme dir mal hinterher. Ja, mach das mal. Ich renne mal ein bisschen. So, ich habe schon eine Schrotflinte. So, und beim letzten Mal wollten wir noch gucken. Ja, den Müll immer kaputt machen. Da könnte Schrott drin sein. Mach, na, das bist du ja zuständig. Ja. Du bist ja der Müllmeister. Meister des Trash. Denn, wo wir jetzt Lauf. Hinmachen. Ist es das? Aua! Lauf! Geht das schon wieder los? Geht das erstmal überall Blut und innen rein? Nein, wo wir jetzt gerade hinmachen, da habe ich ein Solo-Projekt. Das ist ein Schwein. Das ist ein Schwein. Ja, mit dem Namen Lunatic. Halt's Maul. Das ist ein Schwein. Wo wir jetzt hinmachen, da habe ich im Solo-Projekt sehr viele Waffen gefunden. Was? Hast du das ja da, wo du hingemacht hast? Ach. Ich dachte, was wollt ihr jetzt von mir, hä? Sehr spät. Oh, Fleisch. Ich habe mal ein bisschen Fleisch eingepackt. Ja, mach das. So, was ist denn das hier? Müll? Hoffentlich haben wir Glück. Moment, ich muss mal kurz, wenn der Rasen weg ist, kann man den Müll nicht so gut durchsuchen. Ja, dann... Zieh euch mal einen durch und dann passt das. Ach Quatsch, ich glaube, er ist los. Du machst das, Dave. Ich mach das. Du bist der Meister. Meisterglanz. Immer schön die Dicken wegmachen. Ich hoffe mal, dass das alles besser klappt dann auch mit dem Server, nicht dass in Zukunft wieder irgendwelche Patches uns die Server dann kaputt machen. Aber damit muss man in einer Alpha rechnen, Leute. Ja. Oh, ein Stab. Den nehme ich gleich mal. Keine in Munition die Hand. Mehr. Tja, keine Munition mehr. Eine Menge Zombies? Laufen ja. Um dein Leben? Süß, sieht aus. Lass mal hier drinnen gucken. Hier ist bestimmt aber schönes. Sieht aus ja, wie ein Kneipp oder sowas. Das ist so wie so eine Waffenkammer hier. Ach. War und mal ein Waffenladen. Da. Ja, hier gibt's viel Waffen. Das ist das Gute daran. Ich hoffe, wir haben auch viel Glück. Dämliche Zombies. Ja, man kann leider immer noch sehr leicht auf die einschlagen. Yep. Wir haben Glück. Wir haben Glück, ja. Ich hau jetzt meinen Zombie kaputt. Das dauert ja länger als mit der Hand. Ja, was machst du jetzt auch mit der Hand? Oh, hier sind haufenweise Kisten. Hier unten, ja. Die sind auch gefüllt mit Kacke und so. Ja, Kacke brauche ich nicht. Ich aber. Lecker. Wofür ist eigentlich Papier da? Papier kannst du... Wo kommst du denn her? Ich kann hier rennen. Ja, das ist das Gute jetzt daran. Oder Schlechte, je nachdem. Ansichtssache. Nein, Hilfe! Hilf mir! Hilf! Was ist los? Da kommt was. Ja, und? Wo denn? Von unten, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, die Kramt. Ich sag mal das ganze Futter. Du kümmerst dich um den Rest, okay? Jupp. Boah, so viel Fressen. Das ist ja ein richtig geiles Haus hier, ey. Das ist ja das ist der Wahnsinn, Leute. Geil, ja. Du wirst auch noch, wenn wir Glück haben, werden wir noch etwas ganz Spezielles finden. Deine Mutti nackt? Unter anderem, ja. Oh, gefällt mir. Das brauche ich. Ab und zu so eine nackte Mutti muss sein. So. Bisschen verfasste Drecksau. Refrigerator, empty. Alter, wie viele Zombies hast du denn? Sind das alles deine Fanboys oder was ist hier los? Das sind alles meine Fangirls, ja. Die wollen unbedingt mit mir schlafen. Alter. Und seitdem du dabei bist, kommen noch viel mehr dazu. Das ist furchtbar, ey. Ja, ich merke es. Uiuiuiui, hier liegt der. Ui. Hier liegt noch eine Schrotflinte drin. Ich rufe, wie passen die denn in den Schrank hier rein, in den Tisch? So, gut. Es ist ein Spiel, meine Fresse. Ich pack mal auch mal eine Schrotflinte auf.
Auf, aus. Ein bisschen Munition kann auch nicht schaden, nehmen wir mal einfach die Hälfte mit. Hoppala, hu. Alter, hier ist so viel drin hier. Ja, es ist extrem. Also das Haus gefällt mir schon mal super. Das sind immer diese Gegenden. Wo ich auch. Ja gut, so viel leere Wassergläser brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber. Ich drück trotzdem mal diesen Cupboard. Seit wann können Schweine klettern? Kannst du denn klettern? Ui, cool. Ich ja, deswegen. Komm her, Schwein. Wo bist du? Wo ist das Schwein hin? Ach, da. Das war ja schnell. So. Wo kommt das Schwein her? Air Conditioner, hast du alle schon geguckt? Hab ja? Ich schon, ja, gerade. Eben. So, jetzt wieder runter und ab ins nächste Haus. Ich nehme mal das alles mit hier. Den Koffer, guck mal, da sind doch Sachen drin, Taschenlampen und... Und das Schwein hast du auch geguckt, okay. Das Schwein habe ich schon geschlachtet. Nom, 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 nom. So, jetzt raus aus dem Haus. Ich guck noch mal in die Boxen rein. Wofür war das Papier noch mal da? Das brauchst du für später für Schrotflintenpatronen, das ganze Kram. Ja, gut, okay, dann kann ich das irgendwann mal einfach... Ich brauch's jetzt nicht unbedingt, aber... Nein, ich brauch's jetzt nicht. Super. Moment, wirkt das Auge? Wirkt das... Oh Gott. Auch noch genau hinten am Rand vom Auge so. Ah, oh, das ist voll nervig von innen. Muss ich auch mein Auge rauspellen und dann von innen kratzen. Oh, bitte. Ja. Da steh ich doch voll drauf. Es ist ja voll das Dorf hier, ey. Oh, geil, ey. Hier sind ja haufenweise... Die Häuser sind schon mal sehr verschachtelt auf jeden Fall, aber... Ja, aber das ist halt das Gute daran. Ah, hier ist noch mehr. Oh, geil. Munition. Müll. Sonne. Trashcan. Ich mach mal den Müll ein bisschen kaputt. Da kommt vielleicht noch mehr Müll bei raus. Ja. Wie du redest immer. So, Wasser. So, hier ist jetzt nicht so viel. Jetzt gehen jetzt wir wieder nach oben. Genug. Oh, fuck. Ich drück immer wieder Tab, ey. Hier ist ein Zombie oben. Falsch. Wie kriege ich denn jetzt das Interface wieder weg? Achso, genau. Brauche ich nicht. Kochtopf brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Da ist nichts drin. Hat er alles schon geguckt? Noch hoch, ja. Ist ja, ist alles? Schon alles. Ne, ist schon. Jetzt geh du. Jetzt schubst da wieder mich wieder nach oben. Oh, oh hier ist ein Mundgemacht. Jetzt sehr bar. Schweigen Sie sich nach. Guck mal hier. Eine Collected. Du hast eine Wasserflasche vergessen. Ja, habe ich extra für dich da gelassen. Zum Durchwursten. Okay. Gut, ist ja nicht viel, was wir brauchen. Weiter durch. Wir durchgrasen jetzt die Häuser nach Krams. Wir wollten auch übrigens noch eine Frage stellen, nicht wahr, Dave? Definitiv. Und zwar, passt auf, wer meinen Solo-Part angeschaut hat, das ich heute freischalten werde, weiß, was ich vorhabe im Together-Part. Dass wir wirklich Richtung Farm gehen und auch wirklich aus diesem Haus wirklich eine Festung bauen. Und das braucht Stein. Stein und Zeit. Stein, Stein und nochmal Stein. Zeit, Zeit, Zeit. So, und jetzt ist die Frage an euch. Wollt ihr das wirklich sehen? Also wie wir wirklich ein, zwei Parts Steine sammeln, Holz sammeln, Eisen sammeln. Aktiv halt wirklich nur buddeln, buddeln, buddeln. Oder sagt ihr, nee, das könnt ihr offscreen machen. Dann zeigt ihr halt, was ihr gebaut habt, beziehungsweise ausgebaut habt. Bla, bla, bla. Wir wollen Spielspaß und Spannung. Wie wollt ihr das haben? Das ist die Frage. Jo. Ja, also wenn ihr gesagt habt, okay, oh, Gas kann. Ja, komm, wir im letzten Part hatten wir so viel Spaß mit Luna hier, wo du denn so geärgert hast mit hier Erschrecken und das ganze Zeug, das wollen wir alles sehen. Gut, okay. Oder sagt ja, naja, das könnt ihr offscreen machen. Ist eure Sache. Richtig. Sucht ihr es euch aus? Sucht ihr es euch aus? Schreibt es in die Kommentare. Ich lese mir das dann durch. Und entscheide das dann. Aber das ist wirklich das Wichtigste, was ich halt wissen möchte. Würde mich halt auch mal interessieren. Ja. Weil dann weiß ich Bescheid und dann könnte ich nämlich dann offscreen anfangen, die Festung vorzubereiten. Ach so, quasi so, weil es ja dein Server, da kannst du ja jederzeit ran... Kann ich da jederzeit drauf, kann ich ja dann anfangen, Steine zu sammeln und das ganze Zeug. Weil das Projekt, was ich wirklich vorhabe... Das Projekt, was ich vorhabe, wird riesig. Oha, da bin ich ja echt bei, gespannt, du. Ja, wie mache ich das nochmal? Genau. Weil wenn ich sage Festung, dann meine ich nicht nur ein, zwei Graben, das war's. Nein, ich meine damit auch Festung. Also ich wäre erstmal dafür, dass wir... du bist schon wieder hin, bist schon wieder raus, ja? Nein, ich bin
gerade bei der Leiter. Nach oben. Ich gehe mal unten gucken. Jo. Also ich weiß nicht, ich hätte erstmal gedacht, dass wir klein anfangen, so ein Haus erstmal nur einfach links und rechts Boden aufbuddeln und dann... Ja, ne, klar. Das damit fängt es ja, wahrscheinlich auch an, aber das werden wir dann onscreen machen, das ganze buddeln und ausheben. Wir wollen ja nicht nur die Festung im Endeffekt zeigen, das müssen wir in einem Let's Show machen. Sozusagen in einem Let's Play. Ihr könnt es ja euch aussuchen, wollt ihr das Ganze sehen? Oder halt nicht. Das haben die Leute jetzt verstanden. Egal was du im Mund hast, nimm's raus. Ach Mann, oh, ich wollte dir nur eine Freude machen. Aber wenn du nicht willst... Ja, nee, aber... Ich steh da nicht so auf, ist da Penner hin? Ich bin gerade in einem anderen Haus und guck... Ja, super, lässt er mich alleine! Ich glaube, hier waren wir schon. Bist du irre? Ja, du hast da eh alles, guck mal. Ja, ich guck was Blumen. Wie, wo? Jetzt fangen die schon wieder mit Blumen an. au. Lauf, mein Pferd, lauf! Ah! So, Richtung Farm, wa? Nee, falsche Richtung. Da lang. So. Genau, Richtung Farm. Das Farmhäuschen wollen wir uns dann als neue Festung ausbauen, weil da gibt's ganz viel. Da ist das Maiszeugs, das ist schön, das kann man super benutzen. Das Haus ist groß genug, um sich eine Festung draus zu basteln. Wir haben einen Schuppen, wir haben alles da. Mehr ich hoffe man. Nur, ich finde meinen Bohrer wieder. Beim letzten Part hat man ja den, aber wie gesagt, es ging ja nicht mehr. Ja, leider. Ich bete, dass ich den Bohrer wieder bekomme. Das wäre echt nicht schlecht, sonst müssen wir uns ein paar haufenweise hacken und Äxte und sowas bauen. Damit wir brauchen wir aber auch wieder Eisen. Ey, sammeln wir schon. Apropos Eisen, wir brauchen Holz. Jetzt den Baum per Hand fällen? Nein, Schrotflinte. Oh, okay. Das ist die neue Axt. Das ist die amerikanische Art, wie man einen Baum fällt. So. Nimmst du das Holz, weil ich bin relativ voll mit Essen und Wasser, jede Menge Wasser. Ach du Scheiße. Da hat sich vollgestopft und ich hab gar nichts, weißt du? Da stopft sich dann schön. Magst du ein bisschen Wasser haben? Nein, ich hab. Weißt du, da macht sich ein Fetten, macht dann Festessen und ich kann ja die Kakerlaken essen. Ich krass mal ein bisschen den Rasen ab. Ja, ja. Pass auf hinter dir. Na, Dicker? Alles klar. Oh, der arme dicke Mann. Oh. Bloated so. Walker. Okay, gut. Weiter geht's. Es ist hast schon 17 Holz? Uhr. Ich hab genug Holz, das reicht erstmal. Stimmt, wir müssen uns langsam in dem Haus wieder verschanzen. Ja, wir müssen schnell die Scheune. Aufs Dach oder auf dem Dachboden. Das ist momentan noch die einzige Möglichkeit in der Alpha 1.1a, die wir momentan haben. Sich zu verschanzen, solange sie noch keine Treppen steigen können und Wände hochkrabbeln, ist alles in Ordnung. Später wird's dann doch ein bisschen brachialer, würde ich sagen. Oh ja, definitiv. Wenn dann diese säurenspuckenden Dicken kommen, ja, dann ist... Dann ist aber Achterbahn. Hier immer nebenbei in die Mülleimer gucken, wegen Metall, alte Metallzeugs. Beziehungsweise diese fliegenden Zombies oder fliegenden Riesenwespen, bla, keine Ahnung. Fliegende Hunde, die Regenbogen verschießen, das passt doch. Ja. Nein, es kommen ja auch, es ist ja auch wirklich geplant, dass dann wirklich Zombie-Bären und Zombie-Tiger und alles das ganze Zeug. Das wäre nicht schlecht, wa? Ist das Zeit? Das heißt nicht, wäre nicht schlecht, das kommt. Man kann auch ja. Auto fahren später. Auto fahren, ja, muss die Welt aber größer werden. Ja, es gibt ja dann dieses vierfach vergrößern Welt, beziehungsweise den Zufallsgenerator, wie bei Minecraft zum Beispiel. Klingt doch ein bisschen, kannst du schneller rennen. Ich hab Zeit. Nur weil du eine alte Hüfte hast? Alles klar. Ja, ne. So, jetzt renne ich dir schon mal davon. Renn geschwind. Rally zu spät durch Nacht und Wind. Das ist der Dave. Mit seinem Kind. Was? Ja. Mit seinem Kinn. Mit seinem Doppelkinn. So wie ich. Wo haben wir es denn hier? Rubbish. Ach, ich glaube, nur aus Mülltonnen kann Metall werden. Ich glaube, diese normalen Müllsäcke, die bringen nichts, aber da ist immer ein bisschen Müll drin. Ja, hast du schon mal aus Müllsäcke Metall bekommen? Metallmüllsäcke? Hallo? Kennst du nicht? Oh, wo lebst du denn? Im 21. Jahrhundert? Ja, das frage ich mich manchmal, ob das wirklich so stimmt. Pass mal auf hier. Das ist. Da war voller Blut. Da war Blut drin. Blut! So, pass mal auf, ja? Ich hab dich im Visier, ja. Ich auch. Hui! 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 Schnell hier. Du hast den Baum voll zu getroffen, ey. Und wie du den getroffen hast. Das sah cool aus. Ja, ich hab Scharfschützengewehr. Was wirklich?
Ja, hier. Oh, will auch. Gib, gib, gib. Nein. Komm. Pass mal auf, wenn du mich noch einmal schlägst, ja? Ich holze jetzt den Baum ab. Hä? Oh. Ich wollte schon sagen, geht gar nicht. Du hast mich umgebracht. Ich hab dich gar nicht getötet. Du hast mich getötet. Was? Ich bin tot. Was? So, wo bin ich jetzt? Ganz oben. Ich muss erstmal die Straße runter. Was? Nimm schnell meine Sachen auf. Nimm schnell meine Sachen auf. Da liegt doch gar nichts. Ach doch. Ich glaube, es wird langsam gefährlich. Es wird nämlich dunkel und hier sind haufenweise Zombies. Mama, ich hab Angst. Also, ich gehe da mal zur Farm, verbarrikadiere mich und dann, es ist ein Solo-Projekt, habe ich ja gerade gehört. Und deswegen, hallo und herzlich willkommen. Eine. Ich weiß gar nicht, diese Stimme im Hintergrund, hört man die jetzt? Also, ich weiß nicht, es ist so eine piepselige Stimme, so. Die ist ganz neu in 1.1. Und hier, das ist ganz gruselig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hoffe, wir werden es finden im Solo-Projekt. Schweignarre. So, wo bleibst du denn? Ja, ich bin... Hab ich jetzt voll verstanden, ja, danke. Du bist wirklich schon bei der Farm, du bist ja ein Penner, ich muss schnell rennen. Ja, nicht klar. So, ich nehme Getreide mit, denn ich habe ja in deinen Kommentaren gelesen, unten, irgendwo, im letzten oder vorletzten Part, ich weiß gar nicht, dass man aus Wasser und Mais Brot machen kann. Uiuiui. Das hab ich gelesen, hab ich auch ausprobiert. Das nehmen wir noch ein bisschen Schweinefleisch mit und dann machen wir uns ein richtig schönes Schinken-Sandwich. Wenn ich wüsste, wie ein Lagerfeuer geht. Brauchst du nur einen Backofen und Cooking Pot und dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht funktioniert's ja. Keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung. Da unterhalten sich gerade zwei, Erna und Wilfried, und jetzt rennen sie auch noch. Es ist, ich bin noch nicht mal bei der Form. Dabei. Dabei, okay, ich bin auch schon gerade dabei, aber hier sind so viele Zombies, die wollen wieder hauen. Sie fangen schon an zu rennen. Ja. Ich verbarrikadiere mich ganz schnell. Ich sauf mir auch gerade einen ab und rennen und renn wie der Wind, ey. Gerade zu spät, durch Nacht und Wind. Verdammt nochmal. Okay, ich bin erstmal sicher, hoffe ich. Fuck! Oh! Was war los? Alter, da kam so ein Dicker voll auf mich zugerannt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah. Du bist bloß wieder auf den Spiegel zugerannt. Dazu. Boah. Sei du mal bei der Farm, ich knall dich wieder. Du Pennergesicht. Du Eierhals, ey. So, ich bin gleich da. Du willst dich doch bloß rächen, weil ich dich so erschrocken. Gib's doch zu. Ich bin gleich da, ja, ich bin. Das dauert noch ein halbes Jahrhundert. Aber Gott sei Dank habe ich genug zu trinken bei. Ja, das nützt dir nichts, wenn du bald tot bist. Ja, wenn ich von den Zombies wegrennen kann, dann geht das schon. Immer am Zickzack. Immer am Zickzack. Ich weiß das nicht, verwirrt, das verwirrt die teilweise noch in der Alpha steckende KI. Natürlich. Hast du wenigstens meine Waffe noch mitgenommen? Den Rest brauche ich ja nicht. Ich bin voll tot. Da kommt ein Fenster auf mich zugerannt. Oh Gott! Und wie? Direkt auf mich zu! Der ist auch da! Oh mein Gott! Als gäbe es gerade das Hamburger. Hamburger, ham, nom, nom, nom. Ah! Oh Gott! Das ist echt krass, wa? Ich wollte deinen Fans nur etwas spannen. Ich hab nur eine Kiste angefallen und dann. Bist du da irgendwo? Nein, das ist ein anderer Zombie, der auf mich so gerade kommt. Ich dachte, du wärst das. Hilfe! Hilfe! Ich weiß ja nicht, von welcher Seite du kommst. Von. Oh Gott, überall Zombies, die zerreißen das ganze Maisfeld. Wow. Ist das krank? Wo bist du gerade? Ich bin jetzt irgendwo bei der Farm zwischen den Maisfeldern. Farm, lauf mal Richtung Straße. Ich bin auf der Straße, aber ich weiß nicht, hier ist rechts von mir. So, ich sehe dich. Links von mir ist das Haus. Wo bist du? Das aussieht, ey. Hinter mir fallen sie ein. Sehr gut. Wow! So, jetzt geh rein ins Haus. Oh, fuck. Sprinte geschwind wie der Wind. Ah! Was ist hier unten? Fehlt dir der Boden? Was ist denn da los? Ja, das habe ich gemacht. Oh, muss jetzt noch rüberhüpfen, ey. Oh. Alter Schwede, ey. Guten Morgen, kann ich dich wieder erschießen? Nein, ohne Witz, mach das nicht. Ich nehme erstmal eine Waffe, eine Submachine Gun. Ich weiß nicht, habe ich keine Munition für. Was? Keine Munition?
Hab ich hier. Die Shotgun-Shells, hätte ich gerne. Meine Shotgun und meine Shotgun-Shells wieder. Da bitteschön. Und ich weiß gar nicht, wie viel hattest du? Ich gebe dir einfach 6. Ja, ich glaube, ich hatte auch nur 6. Muss reichen. So. Holla, Dio. Haben wir's geschafft. Ja, sind wir im Haus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ah, das war spannend. Aufregend, aufregend gerade. Das muss man sich gesehen haben. Das muss man sich gesehen haben, ja. Das muss man sich gesehen haben. Mach dich nicht auf mich lustig. Das schießt dich nicht mal ab. Du bist schuld, dass ich hier war, dass ich die Situation vor mir hatte. Ja, ich wollte deinen Fans ein bisschen Spannung bieten. Rausgekommen. Alter! Hast du dich gerade erschossen? Ja, ich bin tot. Echt? Nein. Ich seh nichts mehr. Ah, fuck. Moment mal kurz. Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht. Ah. Nochmal reintappen. So. Oh Gott, ich bin gerade aus Versehen rausgetappt. Hab ich nicht aus Versehen. Oh, sei bloß froh, ey. Ich hab den nicht mehr gesehen, es war nur noch schwarz. Ich wollte ihn. Oh Gott. Es tut mir leid. Lunatic, Schrotflinte, mich fast erschießen. Ich bekomme ein Déjà-vu. Was? Ja, war set. Wovon redet der Mann da? Ja. Wer es nicht weiß, was ich meine, schaut, ich weiß gar nicht, welcher Part das war. War's that? Selbe Story. Reintappen, raustappen, mich fast erschießen, Schrotflinte. Ah, stimmt. Ja. Ich gesehen, jetzt müssen wir mal gucken, wie es beim Dave ist. Vielleicht sieht man es ja in der Aufnahme noch, keine Ahnung. Was? Also bei mir in der Aufnahme weiß ich nicht, ob man es erkennt. Hier lag die Pistole noch, sehr gut. Okay, Dachboden. Gut, wie lange nehmen wir jetzt eigentlich schon auf? Keine Ahnung, es ist schon 23 Uhr, also von daher. Ich mach jetzt mal einen Schlafsack. Ja, hast du einen Sack? Irgendwo? Ich hab einen Sack. Also nicht den Sack. Mit den Schrumpeligen. Der ist nicht schrumpelig. Der wird wunderschön, guck ihn dir an. Wo, was, wie, wo? Sag mal her. Was, wie? Was ist das denn? Was ist das? Ach so, Schlafsack. Ach so. Alles klar, dankeschön. Da nutze ich gleich mal. Wehe. Pass mal auf, ja? Oh! Das war's. Ich hau dich um. Ich rupp dich weg. Du kleines Pennergesicht, du. Du Pennergesicht. Jetzt komm her. Wo bist du? Wo bist du? Ah. Warum fließt du eigentlich die ganze Zeit? Ja, dass du mich nicht treffen kannst. Nein, ich gehe. So. Jetzt mache ich irgendwas kaputt, ich weiß nicht. Ah, Alter! Du Eiergesicht! Ich will meine Schrotflinte und meine Munition. Sammel die auf, bevor sie weg sind. Schnell. Sind nur ein paar Sekunden da. Ah, nee, ich bin ja hier. Oh, Gott sei Dank. Du Sack, ey! Scheiße! Wo bist du hin? Ja, ich bin tot, du Arsch. Wieso bist du tot? Ja, weil ich hatte nicht mal viel, du Pennergesicht. Achso. Au, oh. So, war die Rache. Du Pennergesicht, ey. Deine Waffe, deine Waffe, dein Holz, dein Wasser, dein Mais, dein Mais und nochmal dein Holz hier. So, bitteschön. Ein Pennergesicht. Ja, ja, ja. Jetzt reicht's aber langsam, jetzt haben wir genug geactiont hier. Oh glaub, Mann. Hier mal jetzt eine kleine Pause, oder? Ja, definitiv. Hab jetzt wieder Training gelacht. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn nicht, lasst uns doch gerne ein Feedback da. Gibt uns auf jeden Fall noch später. Wir nehmen jetzt, glaube ich, noch ein Part auf oder zwei, weiß ich nicht. Mach schon. Dass wir dann auf jeden Fall das Feedback von euch kriegen, wie wir es machen sollen mit in Zukunft puddeln und so weiter, alles offscreen oder sammeln offscreen und das nur das Bauen onscreen oder wollt ihr die volle Ladung pure Scheiße haben? Wie ihr mich anguckt, ey, zack. Und ja. Oh! Was machst du? Oh Gott, oh Gott. Was war reißt der Mann mit den eisernen Händen. Ich zerreiß leider den ganzen Vorhang. Also, dann gucken wir mal, ob es euch gefällt. Wenn nicht, dann springt er mir erstmal mit seinem nackten Arsch ins Gesicht. Und jo, wir sehen uns dann, Leute. Auf deine auf bald, auf Wiedersehen. Wissikowski. Blablabla.